Leute, ihr könnt euch auch einen CO-Buzzer anfordern. Ne? Nur eine Randnotiz mit Gänsefüßen. Randnotiz? Radnotiz, ja, mit zwei Gänsefüßen. So. Bibi will ja nicht mitkommen, also. Ey! Ja, wenn du da stehst und die Tore anguckst, ich weiß ja nicht. Ich hab gerade den Buzzer gesucht. Los, gib dich allein! So, wen muss ich jetzt wo abholen? Müssen wir irgendwelche Straßenkinder noch einsammeln? Ich bin bei ihr auf dem sandgesetzten U-Boot. Kev, wo bist denn du gerade? Irgendwo in der Stadt. Ja, ich will ja gerade landen, damit er einsteigen kann. Nö, brauchst nicht, alles gut. Ja, kollidieren wir gleich zusammen, es ist komm. Ist mir egal. Ivi? Ja? Das ist das erste U-Boot, das ich festgefahren habe. Schade, dass man das nicht in der Crewfarbe stellt. Ja. Stell dir mal vor, so ein lachsrosa U-Boot. Ist ein schwimmender Fisch. Ich wach da ein U-Boot und bevor du was startest, musst du nochmal Schnellfahrt machen. Dann, ne? Dann kommt der Rest von dem aufhören. Ich lenk mich was hin, bis ihr wieder da seid. Die fragt dich, was da gerade passiert ist, ja? Ernsthaft, Thomas, ernsthaft! Was denn? Du hast mich angeblich platt gemacht, und du bist. Ich komm da mal rüber geschwommen. Klar, ich hab dich platt gemacht. Deswegen sind wir auch Erzfeinde, ne? Ich komm gar nicht rein ins Boot. Ihr müsst eigentlich reinkommen, ich. Nope. Keine Chance.
Na, das Problem ist, um reinzukommen, muss ich raufkommen. Rauf komme ich nicht, weil das Ding zu weit oben aus dem Wasser ragt. Ja, du musst hinten über den Heck rauf, wo die Schrauben sind. Die Schrauben sind aus. Heißt, du wirst kein Hackfleisch. Die wurden sitzt auch noch nicht am Steuer. Also kannst ach, du. Ach, der Typ ist wieder da oben. Der Typ ist wieder in unser Deck oben zu Thomas. Ach, hast du jetzt auch mal einen oben im Dach eingespawnt? Ja, fahren. Wenn ihr oben guckt, das hat gemein Typ drin, wir fahren mit lebenden Opfern. Also ich bin jetzt im U-Boot wieder. Ja, ich komme jetzt auch rein. Jetzt bin ich schon mal ums Terminal. So, und dann, Yvonne, setz jetzt mal das Boot um. Das Boot geht zu Boot. Das Boot in der Not. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt nur eine, machen wir jetzt keine mehr? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie lange die dauern. Das ist Das ist halt die große Frage, aber ob sich überhaupt noch irgendwas lohnt. Heute. Weil es ist schon drei, also Viertel vor acht jetzt. Ne, es ist 20 vor. Ich habe gerade nachgeguckt. Nur ich möchte halt gerne noch irgendwas gezeigt bekommen, weil sonst überlege ich mir, ob ich das überhaupt hochlade, weil ich sehe jetzt Minimum zwei Folgen dabei, wo einfach pure Langeweile ist. Und das ist halt für mich halt dumm wie doof. Ja? Dann mach Pilot Teil 2. Oder? Wie gibt's sich da Weinboot Hills? Nimmt jemand den Heli, weil ich bin gerade dort. Schon erledigt. Hä? Ja, oder nicht? Nee, noch einen gelben Punkt. Oh Gott, ich habe ein schwarzes Boot. Mit hier, wir haben ein schwarzes Boot. Würde man dem U-Boot einen Namen geben können wie die Yacht, dann würde ich den Tiger nennen. So. Drei, Mann. Soll ich wieder an Bord bleiben oder fliegen wir zusammen? Oder will ein anderer mit dir fliegen? Ich würde ja gern fliegen. Wenn jemand mit. Wenn, nimmst du den Heli hier drin? Ja, da muss aber die Yvonne einsteigen. Die kann ihn steuern. Ja, das wäre super, weil. Ich fahre uns gerade ein bisschen näher ran. Oh. Du hast den Heli. Ja, ich bin beim Heli. Das Ding ist, wir müssen eh bis mitten ins Land. Also wir hätten eigentlich auch von der anderen Stelle aus uns auf den Weg begeben können. Irgendwann leben, man lacht sich auf die Frau. Da will jemand Helikopter fliegen oder was? Ja, genau. Also ich finde bis jetzt die Vorbereitungsmission echt öde, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Die sind auch öde. Apropos, ihr wisst ja beim U-Boot, der hintere Stellplatz, ne? Da könnt ihr einen Strömberg oder das neue Auto drin versenken. Zweiten Stellplatz nehmen. Nur eine kleine Info. Wenn ihr wollt, können wir die Vorbereitungsmission auch schon alleine durchmachen.
Nee. Oder nein, nein, mir geht's ja nicht darum. Okay. Wir können, ich würde dich schon von Anfang an fertig machen, aber es ist für mich jetzt tatsächlich, es ist jetzt für mich einfach zeigen doof. Weil die erste, okay, da bist du jetzt weitergefahren, obwohl ich da draußen war. Passiert halt, aber jetzt bei dem, zum Beispiel mit dem Jet und so, da habe ich auch nicht viel gezeigen können. Das ist für mich jetzt auch ein bisschen langweilig, für die Zuschauer ein bisschen langweilig, aber ist dann halt so. Aber ich würde halt schon von gerne solche Dinge von Anfang bis Ende durchziehen, auch wenn sie ein bisschen öde sind. Einfach um neue Dinge zu entdecken. Und das wolltest du sehen. Es ist ja ganz nicht ganz uninteressant. Mal wieder was Neues entdecken. Ich denke, dann machen wir das große. Das Ende machen wir dann wahrscheinlich Sonntag. Weil das wird jetzt das letzte für uns sein. Also für mich zumindest. Ich muss hier wieder runter. Für mich auch, weil ich dann einkaufen gehen will mit meiner Freundin. Na, wir machen noch einen Fernsehabend. Gleich. Es ist trotzdem immer noch so weit weg von dir, ne? Ich wollte nur lieber abends einkaufen gehen, da ist nämlich nicht so viel los. Ich hasse das immer, dass da so viele Leute im Supermarkt rumrennen. Ja, wir gucken uns gleich schon die Chartshow an, die kommt 20.15 Uhr auf RTL. Wie gesagt, morgen ist ja dann nichts. Eieieiei. Weg gelandet, ich weiß nicht, was du hast. War nur ein bisschen polterig. Na gut. Mensch, spring doch da. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Weiter hoch. Wir müssen hoch. Ach, ja, das ist die... so weit weg. Auf den Landen drücke. Na, ja, alles gut. Halte die Kredithaie aus. Ihr seid wohl schon da. Da kann ich ja jetzt auch hier einfach. Ja. Hey, warte, wir können auch auf euch warten. Ich bin nur. Ich habe noch nicht. Wir haben noch nicht angefangen. Wir sind nur an dem Ort. Wo seid ihr denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin auf dem U-Boot. Ich bin auf dem Zug sozusagen. Sollen wir denn schon fertig machen oder was? Oder wollt ihr. Mach nee. Ruhig. Mir egal, mach ruhig. Nein, wir können, auch auf euch warten. Du kannst doch mal eine Runde fliegen, wenn du möchtest. Ich hab das schon beim Buzzer bestellt. Na, dann warten wir auf die zwei. Dann holen wir die zwei noch rein. Nee, mach ruhig. Macht ruhig, ihr braucht mich nicht dazu zu holen. Ich kann in der Zeit ein bisschen mit den Raketen fliegen. Dann hast du ein bisschen Aufnahmen für. Ja, aber Markus zum Beispiel jetzt nicht. Doch, egal, mach ruhig. Ja, okay. Begib dich in das Haus. Mit dir. Aber da steht ja hoffentlich dennoch da, hoffe ich mal. Das kann sein, dass wir noch genug Leute brauchen. Hier, ich weiß nicht, was noch passiert. Eine Schuhe. Ich vermute, dass wir jetzt noch mal es wäre ein bisschen Action haben jetzt. Reichen nicht weit die Raketen. Also vorhin haben sie weit genug gereicht. Mhm.
Was ist denn mit der Tür hier los gewesen? Durchgeschossen. Die Tür gibt zu. Weiß was er da um die Ecke ist. Ja. Ja, haben wir im Badezimmer diesmal auch wieder welche? Vermutlich, ja. Minimum einer steht da drin. Das Schöne ist, wenn einer dein U-Boot zerschießt, wird das nicht in Rechnung gestellt. Auf jeden Fall, Karl. Hört sich das an. Das war aber schon immer so. Wenn jemand dein Auto zerstört, wird das ja auch dem anderen in Rechnung gestellt. Ja, aber das U-Boot nicht. Du zahlst nicht. Das ist wie bei der mobilen Kamera, so, wenn die zerstört wird. Du zahlst einfach nichts. Komm, Baby, wir müssen. Wir machen irgendwie gucken, dass wir rauskommen. Du hast ja den Heli oben geparkt, ne? Ja, da steht irgendwo in der Straße. Ja, ja. Versuchen wir aber dahin kommen ohne Probleme. Wir haben 2-3 Sterne. Kann sein, dass wir jetzt richtig Action haben. Ja, ich hab ja schon Action. Ihr wolltet doch Action haben? Ich hab auch Blink. Aha. Es blinkt. Ja, ich hab das hier, Heli. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Müsst ihr halt nur aufpassen, wir sind halt in einer vollen Lobby, ne? Also, oh, die ist noch voll geworden. Naja, wie gesagt, wir machen da eine Feierabend. Wir lassen sie einfach in Ruhe, die anderen. Okay, lass mal in Ruhe. Ich befürchte, dass die uns dafür zielen. Da hat ich immer eine Yacht, hurra! Ich glaube zumindest, dass es meine ist. Ne, ist nicht meine. Ist eine andere. Die steht ein bisschen weiter, die steht dahinter. Hier stehen ein paar, aber nicht meine. Die kommt auch bald los, wir sind im Heli. Wie viele Yachten hier einfach stehen? Yachthausen. Das ist auch nicht meine. Doch, das ist meine hier unten. Die hier. Ihr müsst die Kopf doch abschütteln, Leute. Ja, bin ich ja gerade dabei. Wir kommen sonst jetzt zu euch. Oh. Wieder mal kann ein Kopf einen durch ein Gebäude sehen. Sehr schön. Das ist natürlich sehr realistisch. Sind sich jetzt schon selber im Fachdeck machen, die Spieler. Ja, ich sehe schon. Momentan, ja, wie gesagt, wir haben Ruhe, wir sind auf dem Weg zurück zu euch. Deiner hat das Spiel schon verlassen. Ich
sind aber kaum U-Boote da. Es sind aber Yachten ohne Ende. Ja, aber die kannst du nicht versenken. Um am Flughafen stehen 5 Stück oder so. Da steht ein rosanes U-Boot. Ein rosanes? Ja, rosanes. Also wir sind jetzt gerade im Anflug auf euch. Bzw. aufs U-Boot. One. Ja. Dann werden gleich gutes U-Boot, böses U-Boot spielen. Weiß nicht. Warte mal, wo bist denn du überhaupt, Markus? Du bist auch noch hier unterwegs, ne? In der Nähe vom Casino. Ach, wir sind hinten am U-Boot. Wir können dich abholen, komm. Dann lass du die Kopfhörer schneller los. So weit reicht die Rakete nämlich nicht zum anderen U-Boot. Da juckt es mich richtig in die Finger, weißt du? Wie da so ein kleines U-Boot kann. Bist du hier irgendwo auf dem Berg? Kann das sein? Du bist gerade an mir vorbeigeflogen. Ich weiß, ich hab's gesehen. Da bist du. Komm runter. Ich will nämlich gerne mal ein U-Boot mit so einer Rakete versenken. Selbst drin. Jetzt habe ich schon wieder gesehen. Ist der Heli hinter uns? Kann das sein? Müsste jetzt aber gleich wechseln. Weil wir eigentlich nichts weiter an Cop-Action gerade auf dem Hetz. Okay. Das war's mit deinem U-Boot. Was hast du getan? Was hast du getan? Ich hab nichts getan. Wir haben hier gerade Besuch irgendwo, oder? Ja, hinter uns. Oh, was für ein Held. Der hat selbst dein U-Boot abgeschossen. Ja. Ja, kein Hobby, sag ich nur. Ja, machen wir Feierabend heute.